Wie soll ich die Zeit bis zu Mams Missfall überstehen? Zu Hause ist schon Diät angesagt. Jetzt schon? Klöpschen? Die andere Tür. Ups. Oh. Okay, zieh mich an den Knöcheln raus. Okay. Mhm. Los. Oh Gott. Ich heiße Willowdean Dixon. Hey, Willowdean? Hi, Bo. Die meisten nennen mich Will, bis auf meine Mutter. Sie nennt mich... Klöpschen, ich muss pünktlich sein. Mit dem Kleid kann ich nicht fahren, okay? Sie ist eine ziemliche Berühmtheit. Das heißt, sie hatte nie wirklich Zeit für mich. Auf der linken Seite ist übrigens noch ein Loch. Was? Sie hört nie auf mich. Das hier muss deine Tochter sein. Oh nein, das ist die beste Freundin meiner Tochter. Das ist meine Tochter, Willowdean. Wow. Okay. So konnte es einfach nicht weitergehen. Den Blick kenne ich. Was hast du vor? Ich denke, ich melde mich zu der Misswahl an. Ein Protest in High Heels. Willowdean Opal? Hey, ihr beiden. Wenn ihr euch anmeldet, melde ich mich auch an. Nein, ich bin nicht die Jeanne d'Arc für Mollige. Das wird so ein irrer Spaß. Ja, ein Wahnsinnsspaß. Misswahlen sind entschieden härter, als du denkst. Ich bin Rosie Dixons Tochter, also liegt's mir im Blut. Alle unsere Stärken müssen zum Tragen kommen. Meine Stärken sind Hula Hoop und ich kann Step tanzen. He is high and mighty. Nein, nein, genug jetzt. Ich glaube, ich weiß, wo wir Hilfe bekommen. Wo sind wir hier nochmal? Nur hier gibt es sowas wie das echte Dolly Parton-Feeling. Sie ist ja umwerfend. Klöpschen, wieso um alles in der Welt tust du dir das an? Das ist als Protest gedacht. Es geht um eine Botschaft. Willowdean Dixon, ich finde dich bildschön. Zur Hölle, mit allen, die dir je irgendwas anderes eingeredet haben. Die Regeln untersagen es molligen Mädchen nicht, sich auch zu bewerben. Ich habe mich dann in was reinmanövriert. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Wie hat es Dolly gesagt? Finde raus, wer du bist, und dann sei dieser Mensch. Viva la Revolution, Baby! Das war nun wirklich eine Überraschung. Circa einem halben Jahr mussten wir uns hierzulande ja noch gedulden, doch seit dem 3. Mai gibt es nun also auch hier in Deutschland die starbesetzte Dramedy Dumplin' auf Netflix. Und das nicht nur in der englischsprachigen Originalversion, sondern auch in einer deutschen Synchronfassung. Wahrscheinlich haben bisher allerdings viele von euch noch so überhaupt nichts von diesem musikalischen Feel-Good-Movie gehört. Macht überhaupt nichts, denn dafür habt ihr ja uns. Also, in Dumplin' geht es in erster Linie um ein extrem gegensätzliches Mutter-Tochter-Gespann. Rosie Dixon ist eine ehemalige Schönheitskönigin, die in ihrer Heimat aufgrund ihrer damaligen Titel wie eine lebende Legende behandelt wird. Auf ihrem damaligen Höhepunkt gewann sie unter anderem auch den traditionellen Blue Bonnet Schönheitswettbewerb in Texas. Diese Zeiten gehören jedoch der Vergangenheit an, denn heute kämpft Rosie längst nicht mehr um den ersten Platz in Sachen Schönheit selbst, sondern moderiert den lokalen Wettbewerb und legt dabei, wie könnte es auch anders sein, maximalen Wert auf ihr Äußeres. Ihre Tochter Willowdean, die Rosie liebevoll abwertend Dumplin', also auf Deutsch Klöpschen nennt, passt da so gar nicht in das perfekte Bild einer Schönheitskönigin. Denn sie ist übergewichtig und hat damit absolut kein Problem. Zumindest so lange nicht, bis Willowdean den netten Bo trifft und sich Hals über Kopf in die Sportskanone verliebt. Denn dann beginnt sie plötzlich selbst an sich zu zweifeln und um sich ihren Ängsten zu stellen und ein Zeichen gegen die festgefahrenen Strukturen der Schönheitsindustrie zu setzen, entschließt sie sich dazu, am Schönheitswettbewerb ihrer Mutter teilzunehmen. Doch Rosie ist von der Idee ihrer Tochter zunächst alles andere als begeistert. Da sie von ihrer Mutter keine Unterstützung für ihr Vorhaben erfährt, lässt sich Willowdean schließlich in eine Burlesque-Bar inspirieren, in der übergewichtige Frauen und Transvestiten zu Songs der feministischen US-Country-Ikone Dolly Parton auftreten. Wie das Ganze schlussendlich ausgeht und ob Willowdean es tatsächlich schafft, das voreingenommene Publikum und nicht zuletzt auch ihre eigene Mutter mit ihrer Performance bei der Misswahl zu begeistern, das schaut ihr euch am besten selbst an. Was bei dieser musikalischen Komödie mit gelegentlichem Tiefgang besonders hervorsticht, ist der hervorragende Cast des Films. Regisseurin Anne Fletcher, die mit der US-Komödie Selbst ist die Braut 2009 bereits einen ersten Überraschungshit an den Kinokassen feiern konnte, versammelte mit Jennifer Aniston und nicht zuletzt Danielle McDonald eine starbesetzte und zugleich in dieser Zusammensetzung extrem unterhaltsame Besetzung. So bietet der Film großartige Slapstick-Einlagen von Jennifer Aniston, die die Rolle der dauerüberdrehten Mutter, die am liebsten selbst noch einmal zum Miss gewählt werden würde, in bester Comedy-Manier abliefert. Daniel
Neil McDonalds Part ist da wesentlich vielschichtiger. Eigentlich fühlt sie sich wohl in ihrer Haut, aber mit ihren 17 Jahren ist die übergewichtige Schülerin dem Gesellschaftsdruck, der immer nur perfekte Frauen sehen will, manchmal halt eben nicht mehr so richtig gewachsen. Aber trotz allem ist und bleibt Dumplin' eine inhaltlich zwar seichte, aber dennoch unterhaltsame Feel-Good-Komödie, die einer von Schönheitsidealen dominierten Gesellschaft schonungslos den Spiegel vorhält. Die Geschichte beruht dabei auf dem gleichnamigen Jugendbuch-Bestseller von Autorin Julie Murphy und eigentlich hatte sich 2015 bereits Disney die Rechte gesichert, gab das Projekt aber letzten Endes 2 Jahre später wieder auf. Daraufhin sprang Netflix in die Bresche und ließ die Produktion schlussendlich vollenden. Insgesamt ist der Film mit einer Laufzeit von insgesamt 110 Minuten zwar etwas zu lang geraten, dennoch können wir euch diesen seichten Mix aus Drama und Komödie für einen gemütlichen Familienabend bedenkenlos ans Herz legen. Schreibt uns doch gerne einmal eure Meinung über Dumplin' unten in die Kommentare. Wir wünschen euch in diesem Sinne noch ein entspanntes Restwochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald. Thank you.